Das sind sechs Glocken im Lutherkirchenturm. Ein bisschen abenteuerlich, hier raufzusteigen. Ich stehe auf Glocken, weil sie für was stehen. Aber erstmal zurück. Also ich immer wieder mitkriege und auch von Freunden höre, überall her, viele, viele von euch, es gibt viele Menschen, die alleine sind, die Corona-einsam sind. Wegen der Reduzierung der Kontakte und so weiter. Wir können nicht mehr knutschen, wir können es nicht umarmen. Es gibt keine Partys mehr. Es gibt kein Karneval, es gibt wenig Möglichkeiten, sich kennenzulernen. Es ist eine ganz beschissene Zeit. Gut, und durchaus gibt es da den Drive hin zu einer Melancholie, Trauer, Tränen, eben Einsamkeit bis hin zu Gefahr von Depressionen. Ich empfehle euch ein Rezept, wie wir es in der Lutherkirche immer am Ende des Jahres machen. Wir nehmen Zettel in die Hand und beschreiben sie mit dem, was wir auf keinen Fall mit ins neue Jahr nehmen wollen. Und es ist gut, das nicht nur zu denken, sondern zu schreiben. Es einfach aus dem Kopf, aus dem Bauch heraus, in die Hand mit dem Stift, per Hand aufzuschreiben. Und dann sagt er, mach deine Kerze an. Heute um Mitternacht am besten. Genau dann, wenn hier die dicken Dinger läuten. Keine Böller, keine Knaller, sondern ihr werdet Silvester 2020 ins Neujahr 2021 überall die Kölner Kirchenglocken hören und die erzählen eine völlig andere Geschichte, während ihr den Scheiß verbrennt. Entschuldigung, anders kann ich da gerade nicht sagen. Einfach verbrennen. Aber eine echte Kerze bitte sehr. Und das tut gut. Ihr könnt das natürlich auch mit mehreren Leuten machen, wenn das möglich ist. In ganz kleiner Runde oder irgendwo draußen um Mitternacht. Leicht werden. Lasst euch nicht ersticken. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Feuer hat seine ganz eigene Kraft. Ja, und dann wieder unter den Glocken. Dann schreibt ihr auf einen anderen Zettel, vielleicht einen bunten Zettel, was ihr euch wünscht. Was ihr euch für das neue Jahr wirklich wünscht. Tief aus euch heraus. Und in dem Augenblick, wo ihr es aufschreibt, ist schon der erste Schritt zur Verwirklichung. Und dann überlegt euch, wem ihr diesen Wunsch schickt. Jemandem, dem ihr vertraut, dem ihr vielleicht gar nicht so nahe seid, wo er einfach spontan sagt, diesem Menschen schicke ich das und ich bitte diesen Menschen darum, auf diesen meinen Wunsch ein ganzes Jahr lang Acht zu haben, diesen Wunsch zu behüten, wie so ein Küken oder wie in so einem Kokon, ihn warm zu halten, immer wieder dran zu denken, für mich dran zu denken, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen möge. Und das geht. Und am Ende des Jahres, wenn der Wunsch sich dann erfüllt hat, mit Sicherheit, könnt ihr mitverbrennen, weil dann lebt er ja. Und dazu wieder die Glocken, das Geläut der Glocken. Denkt dran heute, sie stehen für Ewigkeit. Sie läuten davon, dass wir vertrauen dürfen. Dass Vertrauen eine unglaubliche Kraft ist. Also, nehmt die Angst nicht mit ins neue Jahr, sondern die Hoffnung und die Zuversicht, dass Leben mehr ist, als wir denken. Hier. Dass wir einfach darauf vertrauen. Wie ein kleines Kind, das gerade geboren wird. Probiert das aus und ihr werdet überrascht sein, wie gut euch das tun wird. Ich mache jetzt erstmal ein paar, zwei, drei Wochen Pause. Bis dann. Tschüss.